Die sächsischen Schmalspurbahnen waren einst das größte einheitlich betriebene Schmalspurnetz in Deutschland. Am Höhepunkt der Entwicklung, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, erreichte das Netz mit der Spurweite 750 mm mit über 500 Kilometern Gesamtlänge seine größte Ausdehnung. Die 16 Kilometer lange Strecke von Radebeul nach Radeburg wurde 1884 als vierte sächsische Schmalspurbahn eröffnet. Das unter Denkmalschutz stehende Bahnhofsgebäude von Radebeul wurde 1900 im Zuge des Ausbaus der Hauptbahn Dresden-Leipzig erbaut. Das 2002 sanierte Gebäude beherbergt heute die Stadtbibliothek und die Volkshochschule. Der historische Güterschuppen wurde 2004 zum Schmalspurbahnmuseum umgebaut. Auf den Gleisen davor wird gezeigt, wie Normalspurwagen einst auf Schmalspurrollwagen transportiert wurden. Neben dem Ausgangsbahnhof der Lößnitz-Grundbahn ist Radebeul Ost auch Haltepunkt der S-Bahn von Dresden nach Meißen. Vor dem Lokschuppen macht sich die 1955 in Babelsberg erbaute 99-1789 bereit für die nächste Fahrt nach Moritzburg. Sie ist eine von derzeit 10 betriebsfähigen Schmalspur-Dampflokomotiven der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft, die neben der Lößnitz-Grundbahn auch die Weißeritztalbahn und die Fichtelbergbahn betreibt. Besteigen wir nun einen der Züge, die täglich zwischen Radebeul und Moritzburg bzw. Radeburg unterwegs sind. Durch den Lößnitzgrund führt die Strecke nach Moritzburg mit seinem berühmten Schloss und endet in Radeburg im sogenannten Dresdner Heideburg. Nach einem Stück parallel zur Hauptbahn verläuft die Strecke nach einer Rechtskurve straßenbahnähnlich durch Radebeul.
Unmittelbar hinter der Kreuzung mit der Dresdner Straßenbahnlinie 4 wird der Haltepunkt Weißes Ross erreicht. Er ist nach dem benachbarten, 1789 errichteten Gasthof benannt. Unterhalb der Radebeuler Weinberge führt die Strecke in den namensgebenden Lößnitzgrund. Der Lößnitzgrund ist ein bis zu 80 Meter tiefes Kerbtal des Lößnitzbaches, der von Moritzburg kommend in Radebeul in die Elbe mündet. Nach 3,5 Kilometer erreicht der Zug den Haltepunkt Lößnitzgrund, der einst durch eine 1892 eröffnete Ausflugsgaststätte stark frequentiert war. Hinter dem Haltepunkt Friedewald endet der Lößnitzgrund und die Strecke führt nun mit Einfahrt in den Bahnhof Friedewald-Bad in das Moritzburger Teichgebiet.
Seit 1901 ist Friedewald-Bad ein Kreuzungsbahnhof mit einem massiven Empfangsgebäude in Ziegelbauweise. Auf einem Damm wird der Dippelsdorfer Teich überquert, einem von ursprünglich 40 Teichen, die um das Jahr 1500 angelegt wurden. Das 1883 errichtete Empfangsgebäude von Moritzburg wurde 2004 denkmalgerecht restauriert. Von den täglichen 7 Zugpaaren auf der Strecke enden 4 hier in Moritzburg. Die Lok wird für die Rückfahrt ans andere Ende des Zuges umgesetzt. Zentrale Weichenstellung, eine Seltenheit bei Schmalspurbahnen. Wir wechseln von den 600 PS der Dampflok zu 2 Pferdestärken, um zum berühmten Moritzburger Barockschloss zu gelangen. Das auf ein Jagdhaus des 16. Jahrhunderts zurückgehende Jagdschloss erhielt seine heutige Gestalt im 18. Jahrhundert unter dem sächsischen Kurfürsten August dem Starken. Der barocke Vierflügelbau erhebt sich auf einer künstlichen Insel im Schlossteich. Vorbei an einer sächsischen Postmeile betritt man das Schlossareal über eine Brücke. Das Schloss war in 12 Wohnquartiere mit insgesamt 200 Räumen aufgegliedert. Beherbergt wurde hier die kurfürstlich-königliche Familie und ihre Gäste sowie die Dienerschaft. Von der das Schloss umgebenden Terrassenanlage mit Statuen auf den Balustraden blickt man über den Schlossteich und den gegenüberliegenden Schlosspark. Kehren wir über die Nord-Süd-Hauptachse zurück in die Stadt und werfen einen kurzen Blick in das Landgestüt der Länder Sachsen und Thüringen. Vorbei an der 1904 fertiggestellten neobarocken Kirche gelangen wir zurück zum Bahnhof, wo gerade der Zug nach Radeburg abfährt. Thank you.
Der heutige Haltepunkt Bernsdorf besaß bis 1965 auch ein beidseitig eingebundenes Ladegleis. Im Bahnhof Radebeul endet die Lößnitz-Grundbahn. Bereits um 1900 wurde der Bahnhof erweitert. Vor der Rückfahrt nach Radebeul muss der Wasservorrat der Lok vor dem dreiständigen Lokschuppen ergänzt werden. Schauen wir uns noch kurz in der Geburtsstadt des Malers Heinrich Zille um. Zurück in Moritzburg erwarten wir die Ankunft des Zuges aus Radebeul. Nach kurzem Aufenthalt geht es weiter Richtung Radebeul. Mit der Einfahrt nach Radebeul endet unser Besuch bei der Lößnitz-Grundbahn.
möge mit ihr das sächsische Schmalspurbahnerbe noch lange erhalten bleiben.